Hi, in dieser Folge geht es um die Frage, wie man Passwörter von Nutzern in einer Datenbank speichert. Wir müssen uns nämlich immer die Frage stellen, was passiert, wenn durch irgendeine Sicherheitslücke jemand Zugriff auf unsere Datenbank bekommt. Und wenn Nutzernamen und Passwörter in unserer Datenbank im Klartext gespeichert sind, kann derjenige, der Zugriff auf die Datenbank bekommt, sich nicht nur in jedes Konto einloggen, sondern höchstwahrscheinlich benutzen unsere User ihre E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort auch für andere Webseiten und Services. Und das heißt, wenn jemand so eine Kombination aus Nutzernamen und Passwort ergattert, kann er sich möglicherweise in vielen anderen Accounts des Nutzers auch noch einloggen und dadurch großen Schaden einrichten. Deswegen wäre es am allerbesten, selber in eurer Anwendung gar keine Passwörter zu speichern, sondern eure Anwendung mit irgendeinem großen Single-Sign-On-Anbieter wie Google oder Facebook zu verknüpfen und die Sicherheitsaspekte von diesen Spezialisten implementieren zu lassen. Aber wenn ihr unbedingt selber die Nutzerkonten speichern wollt, dann zeige ich euch heute, wie es geht mit einem Stand, der heute als sicher gilt. Das Problem ist, dass die Sicherheitsforschung und die Bedingungen, die Rahmenbedingungen sich natürlich immer wieder verändern. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird es in der Zukunft, was heute als sicher gilt, mal nicht mehr sicher sein. Und deswegen wäre es halt clever, es gar nicht selbst zu machen, sondern es denjenigen zu überlassen, die da Spezialisten sind und immer am Ball bleiben. Aber ich zeige euch zumindest, was man heute machen kann. Als erstes gehen wir mal in unsere Testdatengenerator-Klasse, wo wir bisher die Passwörter für unsere Test-User hier setzen. Unsere Verschlüsselungsmethode soll im Auth-Service landen, deswegen injecten wir hier mal den Auth-Service. Und hier, wo wir die Passwörter setzen, rufen wir dann die Methode auf, authService.encrypt. Die Methode gibt es natürlich bisher noch nicht, aber wir schreiben es erstmal so hin. authService.encrypt. Gut, mit Alt-Enter und nochmal Enter legen wir die Methode an. Und was unsere Encrypt-Methode zurückgibt, ist jetzt kein String mehr, sondern ein Array von Buchstaben. Und was wir reingeben, sollte auch ein Array von Buchstaben sein. Den Parameter nennen wir Password Plain Text, damit uns zumindest an den Variablennamen immer klar ist, ob wir gerade das Passwort im Plaintext übergeben oder schon die verschlüsselte Variante davon. Gut, im Auth-Service Impl mit Alt-Enter Quickfix fügen wir dir auch die Methode hinzu. Und zurück im Testdatengenerator wird das Ganze jetzt rot, weil wir hier immer noch einen String übergeben. Deswegen schreiben wir hinter den String .toCharArray und hier unten auch toCharArray. Jetzt ist es rot, weil in der User Entity noch ein String erwartet wird und da machen wir hier aus dem Passwort ein Character Array und bei den Gettern und Settern ebenfalls. So. Der Compiler ist zufrieden, aber bisher machen wir noch nichts anderes, als nur mit veränderten Typen immer noch ein nicht verschlüsseltes Passwort abzuspeichern, beziehungsweise hier sogar ein vollkommen leeres Passwort. Gut, das wollen wir jetzt ändern. Java bietet eine Encryption-Bibliothek und die nutzen wir jetzt, indem wir etwas erzeugen namens pbe-keyspec.
Und in dieses Objekt stecken wir rein unser Passwort im Plain Text, dann einen sogenannten Salt-Wert, eine Anzahl von Iterationen, dann nehmen wir mal 1000 und eine Keylänge, dann nehmen wir mal 512 Bytes. Diese KeySpec ist quasi ein Parameterobjekt, in dem wir die ganzen Input-Parameter für unseren Verschlüsselungsalgorithmus sammeln. Und den übergeben wir dann an die Secret Key Factory. Secret Key Factory Get Instance. Und hier brauchen wir den Namen des Verschlüsselungsalgorithmus. Es sind also in diese Java Encryption Bibliothek schon verschiedene Algorithmen eingebaut. Und ein moderner, der heutzutage als sicher gilt, ist PBKDF2 with HMAC SHA 512. So, das bitte genau so eintippen. Wenn man da einen Tippfehler macht, dann kann es natürlich sein, dass Java den Algorithmus nicht findet. Und zu guter Letzt return generate secret für unsere Spec. So, das ist es inhaltlich schon, was wir machen wollen. Jetzt kommen hier noch Compiler-Fehler, weil wir die Exceptions nicht abfangen. Deswegen sagen wir surround with try catch. Und das kommt bitte noch ins Try mit rein und nochmal add catch clause. Ah, was hier noch fehlt ist Punkt get encoded. Ah, und unser verschlüsseltes Passwort ist kein Char-Array, sondern ein Byte-Array. Das müssen wir nochmal ändern hier im Interface und auch in der User-Entity. Kein Char-Array, sondern ein Byte-Array. So. Genau. Gut, unsere Catch-Klausel bauen wir noch ein bisschen um. Da machen wir eine Catch-Clause aus den beiden. Und wenn das hier nicht funktioniert, muss ich nochmal den Language Level überprüfen. Mit Steuerung, Alt, Shift und S kommen wir in die Moduleinstellungen. Language Level 1.8, das ist eigentlich richtig. Wieso erlaubt er mir hier kein Multicatch? Ja. So rum. Na, sage ich doch, da ist was mit Language Level. Wo versteckt sich hier noch ein veraltetes Language Level? Hier. 8, bitte. Okay. So, hier können wir also zwei verschiedene Arten von Exceptions mit einem Catch fangen, denn wir machen hier sowieso nichts anderes, als diese Exceptions in eine Runtime-Exception zu wrappen und weiterzuwerfen. Mit anderen Worten, wenn hier ein Fehler auftritt, dann wird unser Programm abstürzen und nicht weiter abgearbeitet werden. Es gibt nämlich nichts, was wir gegen diese Fehler tun können.
Wenn wir alles richtig gemacht haben, sollten diese Fehler nie auftreten. Und wenn wir was falsch gemacht haben, dann sollten wir es beim Testen einfach sofort merken, indem hier eine Runtime Exception fliegt. Ich stecke die beiden deswegen in eine Runtime Exception, weil man die Runtime Exception eben nicht in der Methodensignatur hier angeben muss. Und das wollen wir nicht. Das macht man auch nicht mehr. Das ist einfach nur ja, unnötig. Gut. Das kommt da unten hin. Dann haben wir das auch kompakter. So, auf das Salt gehe ich gleich ein. Also wir stecken die Parameter, die wir haben wollen, in die Keys back. Wir holen uns den Verschlüsselungsalgorithmus aus der Java-Bibliothek und wir generieren dann für unsere Input-Parameter einen Secret Key, den wir in die Datenbank speichern wollen. So, was ist ein Salt? Ihr müsst euch vorstellen, der Verschlüsselungsalgorithmus macht ja nichts, als das Passwort irgendwie zu transformieren. Also ein Hashing-Algorithmus kann man sich vorstellen wie mathematisch irgendwie eine Quersumme. Das würde bedeuten, dass wenn zwei Nutzer dasselbe Passwort benutzen, auch die Hash-Werte gleich sind. Und auch wenn in der Datenbank ein verschlüsseltes, also unleserliches Passwort drinsteht, könnte jemand, der die Datenbank irgendwie kapert, sehen, dass 30% unserer User den gleichen verschlüsselten Wert dazu stehen haben, also vermutlich auch das gleiche Passwort benutzen und könnte dann eben versuchen, auf diese User typische Passwörter oder Wörterbuchattacken zu fahren, um deren Passwörter zu knacken oder das eine Passwort zu knacken, was sie alle benutzen. Das wollen wir nicht haben. Deswegen wird zu dem Verschlüsselungsalgorithmus noch ein zusätzlicher Wert dazu gegeben, und zwar ein zufallsgenerierter Wert, der für jeden Nutzer unterschiedlich ist. Dadurch bekommen zwei Nutzer, auch wenn sie dasselbe Passwort benutzen, ein unterschiedliches verschlüsseltes Passwort. Ja, wo bekommen wir unser Salt her? Das müssen wir selber zufallsgenerieren und dann hier mit an diese Encryption-Methode übergeben. Also fügen wir es der Methodensignatur hier noch hinzu und im Testdatengenerator geben wir dann ein Salt mit rein. Byte Array. Salt 1 wird generate Salt. Und dann geben wir Salt 1 hier mit rein. Und bei User 2 sagen wir Byte Array. Sort 2 gleich generate sort und geben sort 2 mit rein. Generate sort, die Methode gibt es noch nicht. Wir legen sie an und wir erzeugen ein Byte Array mit der Länge von 64 Byte. Das sollte reichen. Dann benutzen wir Javas Secure Random Bibliothek und befüllen unser 64 Byte Array mit 64 zufälligen Bytes und geben das zurück. So, also haben wir einen zufallsgenerierten Salt für jeden Nutzer. Starten wir einfach mal den Server und gucken uns an, was hier, na, das war jetzt zu früh, gucken uns an im User DAO, was beim Abspeichern der User Entity passiert. Compiler Error, ja, ich habe das Language Level umgestellt und das gefällt ihm nicht.
Compiler. Na, komm schon. Project Bytecode Version 1.8, Target Bytecode Version 1.8. Und nochmal bitte. Ich starte das im Debug-Modus und ich habe einen Breakpoint in die UserDAO Persist-Methode gesetzt. Socket closed. Versuchen wir es nochmal. Ja, jetzt bitte. So, der Server startet und der Testdatengenerator erzeugt die Tabellen und User und schreibt jetzt den ersten User in die Datenbank. Und wenn wir uns anschauen, was jetzt das Passwort ist, das ist ein 64-Byte langes Array mit Werten. Ja, also obwohl wir 1, 2, 3, 4 als Passwort benutzen, ist das, was in der Datenbank gespeichert ist, vollkommen unleserlich und sicher. Und es fängt an mit 80 minus 44, 110. Wenn wir auf den zweiten User warten, der dasselbe Passwort hat, dann ist das Passwort völlig anders. Okay. Schön. In der Datenbank ist jetzt also das verschlüsselte Passwort angekommen und das bedeutet, wenn wir versuchen, uns einzuloggen, wenn wir versuchen, uns einzuloggen mit den User-Daten 1, 2, 3, 4, wird es nicht funktionieren, weil wir in der an der Stelle, wo wir das eingegebene Passwort mit dem gespeicherten Passwort vergleichen, ja, jetzt das eingegebene Plaintext-Passwort mit dem verschlüsselten gespeicherten Passwort vergleichen. Und das kann ja nicht übereinstimmen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Also, hier ist unser Password is correct. Da extrahieren wir mal eine Methode, weil das jetzt etwas länger wird. Check Passwort. Und die User Entity ist das, was in der Datenbank steht. Das heißt, Byte Array stored Password ist in der User Entity. Was wir vergleichen wollen, ist das gespeicherte Passwort mit einer verschlüsselten Version von dem eingegebenen Passwort. Deswegen müssen wir das eingegebene Passwort jetzt nach dem gleichen Algorithmus verschlüsseln wie das gespeicherte Passwort. Encrypted gleich. Das machen wir gleich. Ich schreibe erstmal nur GetBytes hierher, um den Rest fertig zu kriegen. Und dann wollen wir die beiden Byte-Arrays miteinander vergleichen. Und das machen wir mit arrays.equals. Stored password. Entered password encrypted. Benennen wir den Parameter noch um in entered password plain text. So, und jetzt rufen wir hier unseren Verschlüsselungsalgorithmus auf, also encrypt, entered password plain text. Und der Verschlüsselungsalgorithmus braucht natürlich nicht das eingegebene Passwort, sondern er braucht auch den Salt und den Salt, den haben wir ja generiert. Das heißt, der User kann den gar nicht kennen. Der muss also auch aus der Datenbank kommen. UserEntity.getSalt.
Wenn er aus der Datenbank kommen soll, müssen wir ihn am Anfang auch in die Datenbank reinstecken. Also user 1.set sort 1 und user 2.set sort 2. Halt einfügen, und wenn wir jetzt sagen create property, dann legt er in der user entity ein Feld und die Getter und Setter an. Hier sehen wir es noch nicht, aber fast. Gucken wir noch mal hin. Hier wurde die property salt angelegt und der Getter und der Setter. Und da wir im Testdatengenerator jetzt set salt aufrufen, wird halt das salt, nachdem es generiert wird, auch in die Tabelle mit reingespeichert. Und im Auth-Service-Implementierung können wir dann aus der User-Entity den Salt auch wieder aus der Datenbank auslesen. Und hier kommt noch ein GetBytes hin, oder nicht? Nein. ToCharArray. So. Der User gibt sein Passwort ein, wir laden aus der Datenbank den Salt, wir verschlüsseln das eingegebene Passwort mit demselben Salt und demselben Verschlüsselungsalgorithmus und erwarten dann, dass das gespeicherte verschlüsselte Passwort und das eingegebene verschlüsselte Passwort übereinstimmen. Wenn wir hier in die User Entity schauen, dann müssten wir jetzt sehen, dass Salt mit abgespeichert wird, also einfach ein Array von 64 Byte. Und dann 1, 2, 3, 4, Login und es funktioniert. Wenn jetzt also jemand Zugriff auf unsere Datenbank bekommt von außen, dann sieht er in der Datenbank nur 64 beliebige Bytes, die eine verschlüsselte Repräsentation des Passworts sind, und damit kann er absolut nichts anfangen. Ja, das ist es, was wir erreichen wollten. Damit war es das für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.